kann bereichernd sein, aber auch anstrengend. Das haben wir gerade von den Kindern an der Eichendorf Realschule hier in Köln gelernt. Aber nicht nur das. Wir haben auch gelernt, dass es Konflikte gibt und dass auch Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, nicht nur auf Eltern und Schulleitungen zu vertrauen, sondern selbst mit Konflikten an der Schule, auch da, wo Diskriminierung eine Rolle spielt, umzugehen. Ich fand sehr berührend an dem Theaterstück, das wir gesehen haben, Schafe im Wolfspelz, das die Schüler selbst gespielt haben, ich fand sehr berührend, dass gar nicht der Versuch gemacht wird, eine Harmoniesoße über alles zu schütten, sondern in großer Deutlichkeit kamen auch die Konflikte an dieser Schule oder vielleicht auch stellvertretend für viele andere Schulen Konflikte zutage. Und die anschließende Diskussion hat gezeigt, dass die Art der Schule, die sich als Schule ohne Rassismus und für Toleranz versteht, die Arbeit in der Schule zeigt eben, dass die Sensibilität für diese Fragen immens gewachsen ist. Das war mühelos an den Antworten der Schülerinnen und Schüler zu erleben. Und das Erfreuliche daran, diejenigen, die in diesen Projekten, Theaterprojekten, Diskussionsprojekten zur Sensibilisierung gegen Diskriminierung mitmachen, diejenigen, die dort Feuer gefangen haben, die hören auch nicht nach einem Projekt auf, sondern suchen sich das nächste. Ich glaube, dass wir, was wir mitgenommen haben, ist, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie sehr frühzeitig in ihrem Leben mit Fragen wie diesen konfrontiert werden, wenn auch Fragen von Diskriminierung nicht unter den Tisch gekehrt werden, wenn es eine Schulleitung gibt, die sensibel genug ist, sich darum zu kümmern, dann verlassen diese Schülerinnen und Schüler jedenfalls mit einem größeren Maß an Verantwortung ihre Schulen. Und wir erleben im Augenblick Ereignisse in anderen Teilen Deutschlands, bei denen wir uns nur wünschen können, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler in diesen Fragen möglichst früh aufmerksam werden und ihre eigene Verantwortung erkennen. Ich bin froh, jetzt bei Coach e.V. zu sein. Ein Projekt, das auch im Rahmen von Antidiskriminierung und Eintreten gegen Rassismus arbeitet. Hier wird noch ein Schritt weiter gegangen, weil die Erfinder des Projektes gesagt haben, es reicht vermutlich nicht, mit Schülerinnen und Schülern und jungen Menschen umzugehen, sondern wir müssen auch versuchen, die Eltern mit einzubeziehen. Und wie das geht, das wollen wir uns jetzt hier anschauen. Vielen Dank. Herr Bundespräsident, ein Wort, Stichwort Chemnitz. Heute soll wieder eine Demonstration stattfinden. Ja, das habe ich jetzt heute Morgen schon kommentiert. Ich möchte jetzt nicht noch junge Menschen darauf vorbereiten müssen, dass wir mit Vielfalt umgehen müssen in unserem Leben, dass Vielfalt bereichert sein kann, dass sie aber auch zu Konflikten führen kann und dass wir uns in einer Gesellschaft, in der die Menschen friedlich miteinander leben sollen und wollen, darum bemühen müssen, dass aus Unterschieden keine Konflikte, insbesondere keine solchen Konflikte werden, die mit Gewalt und auf der Straße ausgetragen werden, wenn in solchen Projekten, wie wir sie heute in Köln sehen, Schülerinnen und Schüler schon sehr früh in ihrem Leben den Respekt vor anderen Kulturen, anderen Herkünften und alle anderen Religionen erfahren, dann jedenfalls ist das ein guter Beitrag. Danke. Hallo.